Ich bin euer Georg Grauwurth. Das da ist die kleine Rock-Ass-Valley. Moin. Das da ist ein Zebra. Das seht ihr jetzt nicht, aber da unter den Bewertungssachen ist ein Zebra oder ein Gnu. Und wir gehen los. Wir spielen Wir 2 gegen gehen 2 los. gegen 2. Mal sehen, ob es auch 4 werden. Gegen 2, minus 2 gegen 1, gegen minus 2. Was? Next. Was? Verwirrungsstiften. Der Gegner hat Hades und Kronos, die beiden Brüder des Jahrhunderts. Toll, ich wollte extra mal nicht Hades nehmen. Jetzt habe Nee, ich ja, und dann, es Poseidon. gibt nicht mal Wasser. Nein! Es ist Eis! Oh, puh! Ja, kann klappen. Selber Kacklappen. Vielleicht kann man ja die mittlere Karte einnehmen, komplett. Ja, das wäre natürlich eine Einter, die möglich. Ach so, das waren Karibus, keine Kuh. So, und ja, wie geht's euch denn so? Also mir geht's ganz gut. Irgendwie wird der Ton hier nicht unbedingt aufgenommen. Bisschen schwierig, aber dann ist das jetzt so. Kann ich jetzt auch nicht so viel dran ändern. Habe ich bei der letzten Folge auch schon gesehen. Mit den Ameisen, was du rausgehauen hast. Ja, das von heute, meinst du? Oder welches meinst du? Ja, kam heute raus. Ja, aber da kommt der Ton nachher, weil ich das gemutet hatte aus Versehen. Warum auch immer. Ah, hier ist Kronos. Da hatte ich irgendwie ein bisschen gefettfingert, weil ich mache ja ab und zu mal TFT-Videos, die keinen Ton haben. Aber das jetzt irgendwie nicht so das tonvollste Spiel ist. Ich ja meistens Musik höre beim Daddeln. Ruckelt. Ja, ein bisschen. Lull. Egal. Dann ist da kein Ton dabei, da kann ich auch nichts dran ändern. So. Da sind Eisbären, das ist ungünstig, dann machen wir das. 是的，好的。准备好了。什么事？遵命。是吗？樵夫。Nice, dass du da jetzt rumläufst. Da laufen meine schon rum.
Der frühstückt halt das alles nacheinander ab, ne? So. Ja. Jetzt nichts für. Ja, ja. Frühstückt er ab. Gesundheit. Marvelous. Oh. Ah, ja, hab ich gerade gedacht, da kommt irgendein Vieh angelaufen, aber ist das nur so ein dummer Vogel? Ah, du bist schon im nächsten Zeitalter unterwegs. Ja, will die einfach hier die Kühe wegsnacken. Ja, dann geht da lang weiter. Weil macht so, 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 so und so. Wir haben schon wieder Doppelminen hier. Das kann also sein. Adern. Das kann sein. Ist so. Ja. Mag sein. Muss ja auch mal die Feinde so ein bisschen supporten, ne? Bisschen anfeuern. Denk dran, immer schön trinken, also Wasser. Das ist gut für alle Organe. Hab ja auch einen Bildungsauftrag irgendwie angeblich, keine Ahnung. Was denn? Ne, ich habe gerade nur eine blaue Kuh rumgesehen. Ja, oh. Ich bin nicht mal im nächsten Zeitalter, ich bin heute richtig lost. Ich hab nicht mal irgendwas. Ja gut, ich würde das wohl überleben, ne, aber... Das boxt auch noch seine Kaserne dahin. Lol, alle auf mich. Ah. Ich ja richtig missplayed. Ja, richtig reingeheatet. Dauert's noch, bis da welche kommen. Jetzt greifen die sogar meine Kühe an. Einer ist gerade raus. Junge, gegen meine Bauernarmee hast du gar keine Chance. Los, Bauern. Killt sie. Ja,
有什么吩咐？ 是的。 Meine Rache wird fürchterlich und groß sein. Das ist alles, weil ich heute irgendwie nicht so wach bin. Jetzt mal die Eco wieder ranholen. Das wäre fast in die Hose gegangen. Und da rein. Schnell das letzte Haus bauen. Ich habe ein paar Krieger, du kannst deine gerne abziehen, wenn du möchtest. Naja, die machen ja Licht. Ja. Wirklich? Sind halt wieder 1 Million Leute gekommen. Von links. So ein bisschen penetrant heute. Ja, ich habe noch nichts gegen Pferde. Meine Eco ist halt gerade komplett zusammengebrochen, ne? Jetzt greifen die schon aus dem Norden neuer an. Hätte es meine Waffenkammer gedispelt. Geiler Scheiß. Süß. Was ist da los? Kann ich dir eigentlich nicht so genau sagen. Ja, so schaut's aus. So schaut's aus.
schon mal 5 hoch. Wir halt richtig reingekackt heute. Naja. Aber dafür ist der Gegner nicht stark genug, um uns dann zu finishen. Das ist leider auch irgendwie ziemlich gut. So gut interveniert. An dieser Stelle könnte jetzt mal Werbung kommen von unserem Werbepartner, den wir nicht haben. Bauen wir jetzt weiter Truppen. Wir lane die Eco noch ein bisschen mehr. Dann komm du mal. Oh, mehr Holz. Ja, danke. Das, oh, da ist schon einer im heroischen Zeitalter. Was denn? Ja, ja, ja. Was denn? Achso. Da sind Leute mit ihren Ponys. Die wollten da nämlich abkürzen. Das ist nicht die Idee. Schimmel, 是的。是的，遵命。出发。 So schaut es aus. Danke, aber das darfst du behalten. Hoffentlich hast du den Bon noch. Okay, der war nicht witzig. Ich fand ihn witzig. Das reicht. Schimmel
Oh, er hat Zertrümmern gemacht auf deiner Mauer. Nice. Hm, warum stört die da? Verstehe ich nicht. Warum? Er wollte einfach die Mauer wegmachen. Die Mauer muss weg. Er ist halt ein sehr freiheitsliebender Riese. So wie doof, Mann. Ja, anscheinend. Aber interessant, dass noch keiner von da angegriffen hat. Ja, das ist ruhig, aber das ist komplett ruhig. Wobei Oslo, ja, der ist ja anscheinend schon da hinten gewesen, aber... Ja, der ist einmal rumgelaufen, der hat so eine Art Sponsored Walk gemacht oder so. Mach mal hier den Riesentor. Nein, nein, nein. What the heck? Ganz heute irgendwie wissen, was ist hier los? Wenn ihr jetzt schon alles einsetzen, ist doch krass. So, so und so. So, so und so. Haben wir gebaut. Oh Gott, jetzt latschen die hier einmal rum. Ich glaube es nicht. Na gut, egal, macht. Wo laufen die rum? Nee, ja, die laufen über den Berg da oben rauf. Ach so. Ich stehe gegen hier, wo will der hin? Das weiß er wahrscheinlich selber nicht. Ja, sind wieder vor der Tür. Ich hab den Gold weggenommen. Oh nö. Von da oben ist scheiße. Wieso, was ist denn? Weil die von hier oben halt runterschießen können. Ach so, die ballern dann von da in dein Lager rein, oder was? Ja. So.
是的，准备好了。有什么吩咐？是的，有什么吩咐？出发，有什么吩咐？是的，准备好了。好的。有什么吩咐？是的，什么事？是的，是的，准备好了。是。有什么吩咐？是的，什么事？ 好的。什么事？好的，好的。猎人有什么吩咐？猎人，是的。Machen wir erstmal die Bären hier weg. Schon bei Halle. Dann machen wir das dahin und das. Geil, du hast hier ein paar Hydren dahin gebaut. Nice. 有什么吩咐？出发。出发。有什么吩咐？ Das auch erledigt. Die Eisbären sind wie. Ja. 遵命。Na, geht der Salamander mal auf Tour. Ah, lol, der Dorfbewohner da. Läuft die ganze Zeit im Kreis. Gesehen, im Augenwinkel. Lol. Ja, wo haben wir hier noch was frei? Nee, nee, nee. Schufa! Schufa! Schida, Schemme, Schufa! Schida, Schufa! Schufa, 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 Dann machen die beiden das da. Weiß jetzt nicht, was du meinst. Ach Quatsch, die sind bis hier vor. Ja, sind ziemlich nah. Das ist ja auch eine geile Doppel-Dingsbums.
Ablenkung. Gut. Mhm. So, dann machen wir das. Alter, wie ich einfach richtig langsam bin. Greif mit deiner Hydra ruhig das Dorfzentrum an. Ja, ich weiß nicht, warum der sich gerade abgewandt hat. Das weiß ich auch nicht. Ich hatte ja eine Abwandlungskur gemacht. Habe ich nur zwei Türme gehabt? Da wurden die mir genommen. Warte, so, 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 so. Jetzt kommen die Pferde. Was ist denn das mit dem Holz? Irgendwas schluckt hier so krass Holz. Keine Ahnung. Aber meine Ochsen kriegen bei dir, also meine Jagdkarawanen, nur 94 Gold. Das ist ein bisschen wenig. Ja, ich bin noch nicht so weit. Nee, das hat ja was mit der Entfernung zu tun und ob es ja, mein eigenes ja, ist. Ich bin ja noch nicht so weit, ob ich da. Mit expandieren meinst du? Ja. Achso. Weil das immer wieder. Das lohnt sich jetzt noch gerade gar nicht. Orange holt sich das sofort wieder. Das muss man sich ja das Stück für Stück. So schaut's aus. Was immer Shida bedeutet. Kinder vielleicht? Ich weiß es nicht. Wie direkt mit Katapulten, Alter. Walder, der Alter. Ja, nennt mich auch den Reime-King. Schweime-King. Was? Wo wollt ihr hin? Keine Ahnung. Von redest du denn? Bei mir wurde unten einfach jemand umgebracht. So ein paar Wikinger-Truppen kommen hier immer lang gestiefelt. Alter, die Gegner, also unsere Gegner haben einfach mal die NPCs ausgeschaltet. Alle. Ja, ist okay. Ich finde das krass. Sonst machen wir das doch immer. Ja. Aber dass die so aggro sind. Dieses, wenn die jetzt nicht weggehen, dann haben wir erstmal die anderen alle weg.
alles, was geht, und dann Peng. Ja, Peng. Peng hört sich gut an. Was ist? So schaut's aus. Da hat einfach ein Bauern von mir getötet. Presswurst. Oh, sure. Oh. Ja. Guck mal, wenn die erstmal alle über. Die kommen bestimmt von da unten. Hoffe ich doch jedenfalls. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Lol. Dann halt ihr mal zurück. Dann lasst euch auch hier sammeln. Ja. Oh, du solltest die vielleicht einmal klatschen. Ein anderes Dorfzentrum hängt da unten rum. Hm. Aber da ist kein Tor. Naja. Doch, ist. Okay. Lol, wie die da alle stehen. Ja, ihr habt halt keine Fernwaffen. Lol. Du weißt, dass das die seine Ulti-Fähigkeit ist, ne? Guck mal, jetzt können wir dass alle seine Dorfbewohner jetzt Superheroes sind, ne? Ja. Ich wollte nur, dass wir dasselbe wissen. Ja, und die können doch eigentlich jetzt einmal hier mit rumschießen, weil die haben ja keine. Ja, ich schick dir meine Bogenschützen auch noch vorbei. Du kannst auch deine Katapulte da hinstellen, ne? Ja, ja. Was macht der denn da hinten? Zurück. Oh, da löst sich ein Teil ab. Oder er kommt wieder zurück. Okay. Haben wir denn schon offiziell da bestätigte Abschüsse? Du musst mit deinen Katapulten, glaube ich, manuell zielen auf die Helden. Ich bin mir nicht ganz sicher, deswegen. Hängt in der Mauer fest. Du bist ja wieder ein heller Leuchter. Na, jetzt laufen sie alle hoch oder was? Ich will eigentlich gar nicht, dass sie da hochlaufen, aber ja. Ja, die kommen jetzt alle nach links. Deine Katapulte, die hängen so ein bisschen da rum. Oh.
Okay, wir haben die Seite befestigt. Ich weiß nicht, wo der Rest ist, weil eigentlich sind das ja richtig viele Helden. Wenn du dich noch erinnerst bei den letzten Rushs, die wir so erlebt hatten. Wenn die jetzt immer nur so kleckerweise hier reinkommen, finde ich das sogar sehr gut. Ach, lol, das sind deine. Ich will hier oben eigentlich auch noch. Eigentlich müsste man die Platte hier oben komplett sauber machen, einkreisen und dann könnte man die alle von oben immer. Ja, das war meine ursprüngliche Idee. Wenn du bitte deine Truppen ein bisschen von den Bauplätzen entfernen könntest, wäre das sehr lieb. Dann mache ich nämlich hier jetzt zu. Also so ein Wall. Verstehst du? Mhm. Ich habe einen krassen Erdwall. Erst baue ich Holz hin und dann Erde. Weil Erde stabiler ist als Holz. Das ist ganz spezielle chinesische Erde. Das ist Meta und so. Mhm. Kann man wunderbar dir gucken, wie viel Max-Population du hast. Das ist sehr gut. Was denn? Was ist los? Alles gut. Die Distanz zum anderen Dorfzentrum war zu nah. Alles gut. Für was? Zu nah. Da sind die anderen. Ah, das sind auch nicht mehr so viele. Also ich hab noch ein bisschen Zauberpower, ne? Ein bisschen. Dann ziehe ich mal meine Krieger wieder von links zurück, weil die haben so einen kleinen Angriff gestartet. Jetzt müssen wir wieder unsere Zauberkraft hier nutzen. Wir müssen nämlich jetzt langsam ein bisschen Land claimen, wegen Gold und so. Das geht uns ja ein bisschen aus. Ja, ja, warte, mach mal so erstmal, dann so, dann so, dann so, dann so, dann so, dann so, dann so. Wir könnten die aber auch in der Runde pullen gehen, ne? Die Gegner. Damit die weg sind. Oder wir lassen ihn ein bisschen kreisen, den Wikinger. Oh. Kommt was. Weil dadurch, dass er jetzt allen Dorfbewohnern Helden umgewandelt hat, hat er auch keine Population mehr frei. Das heißt, er kriegt keine Ressourcen mehr. Was er dann bedeutet, ja, auf kurz oder lang hat er halt kein Zeug mehr, ne? Also er kommt mit seinen Leuten da jetzt mit zum Schwung. Ja, ja. Und da ist ja nur ein kleiner Schwung ist, ich meine, meine Leute stehen noch ganz gut. Ich habe aber auch nur wenig Produktionsstätten, von jeder nur zwei. Er könnte uns theoretisch overwhelmen, wenn er denn schlau wäre, aber die sind ja nicht schlau auf schwierig. Sind die nicht gut. Wir haben ja vier, wobei das ja zwei Zweier-Teams sind, die ja gegeneinander wahrscheinlich auch eaten, ne? Was es wieder einfacher für uns macht, theoretisch. Wenn das jetzt wieder 2 gegen 2 wäre und er wird machen, das sähe ein bisschen anders aus.
Konntest du mir folgen, ja, ne? Gut. Mhm. 174 bringen die Jags mittlerweile. Also hier dieser Macarena-Typ, der hat irgendwie gar nichts drauf. Ich glaube, der Wikinger hat den geklatscht oder so. Mit seinen Helden. Ja du, die sind ja auch unfassbar stark. Meine, du kannst ja 60, 70 Bauern haben, wenn das dann alles Helden werden. Schwierig. Also wenn du magst, kannst du gerne hier einen Vorstoß machen. Wenn auf deiner rechten Seite alles in Ordnung ist. Hier drüben ist eigentlich weniger. Das sind nur die einzelnen Dorfzentren, die hier drüben sind. Achso. Deswegen nimm mal ein, zwei Bauern oder so und lass die auch also rechts von der Karte bei mir die Dorfzentren besiedeln, weil ich brauche nicht alle. Und die Mitte ist jetzt zum Beispiel komplett frei. Du, damit du auch größere Truppen machen kannst. Und ich habe 8 Dorfzentren. 9. Ja, meine wir sind ja schon am Cap. Okay, es sind 9. Ach, du hast das da unten besiedelt. Ja, nice. Sakara hat irgendwas verloren. Felder halten auch so viel aus, ne? Schon wieder nirgendwo was updaten. Alles ausgeskillt. Nice. Ui. Oh. Was denn? Ich bin in das Dorf gerade gelaufen. Achso. Dachte ich nicht. Ich dachte, das wäre ein weiter unten. Oh. Achso. Das war es ja nicht. Mhm. Ach ja. Hat er das nicht fertig gemacht?
dir eigentlich gar nicht sagen. So, das sind die ganzen Felder, die hier so orange, lila sind. Ja, das irritiert mich manchmal auch. Wir können ja den Wikinger als letztes überstehen lassen und dann den einfach ja, massakrieren oder so. Sackkarre. Hm? Die Sackkarre. Ich glaube, dass es, wenn das Sackkarre ist. Sackkarre. Ja, oder halt Oslo, ne? Aber der hat ja irgendwie gar kein Dorfzentrum mehr. Der hat halt richtig irgendwie ist den falschen Abbieger genommen. Nee, Oslo hat nichts mehr. Da steht 0, aber was ist das denn hier für eine Farbe? Das ist Oslo. Komisch. Ja. Aber so ist das. Lol, dann treffen wir uns gleich. Wer unfreundlich ist, dem passieren halt böse Dinge. So schaut's aus. Hat die einfach meine Ochsen übernommen. Nee, ich bin da nur noch durchgelaufen. Ja, eben deswegen. Dadurch, dass du Überzahl hattest, hast du die übernommen. Aber jetzt hast du doch wieder Überzahl. Ja, das ist richtig. Aber das Kling, Kling, Kling kam trotzdem. Wäre cool, wenn der Gegner jetzt irgendwie die Möglichkeit hätte, so eine Art Fightback zu machen. Der treibt gerade seine Kühe da durch die Gegend. Ich habe sie alle genommen. Mhm. Lila. Lol.
Ja, und jetzt willst du mit denen kämpfen gehen, oder was hast du vor? Mit wem? Mit den Kühen, die hast du im Schlepptau mit. Nö, die müssen, ich hab die nach Hause geschickt. Naja, die laufen aber jetzt die aber trotzdem halt Richtung Kriegs. Weg, ja, dann mach doch mal hier ein Tor rein. Dann laufen die auch nicht in den Tod. Ich muss die dann aber neu fixieren, genau. Ding gerade abgeben. Was machst du? Ne, hier war lila in gelb, in orange drin und dann war orange auf einmal komplett leer. Ich war vorhin einmal kurz drin, aber da war noch eine Kaserne und sowas. Komisch. Bin hier auch gegeneinander. Jetzt weiß ich, was ich noch nicht gebaut habe. Aber der Gegner hat nichts mehr. So gar nichts. Die ganze Karte leer gefegt haben. Was denn? Da unten ist noch was. Ja, weiß ich. Da stehen schon Leute vor mir rum. Aber hier stehen ja auch noch ganz viele Gebäude vom Gegner rum, hier oben. Ach, da oben. Hier ist so ein einsames Katapult. Das hat das Dorfzentrum da genommen. Und einsacken. Ja,
Sichtweite aller Soldaten. Um 6 Meter. Ja, war doch eine super Runde. Klang am Anfang ein bisschen schwierig. Ah, du hast den Ochsen schon umgenietet. Ah, ich kann mit dem Bogenzauber Bäume töten. Ja, jetzt haben wir auch Statistik in Statistik. Ah, yo. Cool. Da musst du die Teamstatistik immer reinziehen. Ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.